Moin Moin, Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch am heutigen Mittwoch zu einem neuen Overwatch Guide und wir wollen uns heute die stärkste Frau der Welt anschauen, Zarya. Dafür beginnen wir wie bei allen Charakteren auf dem Trainingsbereich. Ich stelle euch Zarya ihre Fertigkeit ein bisschen vor, dann springen wir im Match rein und ganz am Ende des Videos sehen wir uns noch die Skins an. So, dann legen wir mal los auf dem Trainingsparcours, wo Zarya ihre gigantische Partikelkanone noch ein wenig stemmt. Das erste, was ich sagen möchte, Zarya ist ein Tank und als solcher hat sie 400 Leben zur Verfügung. Das setzt sich zusammen aus 200 wirklichem Leben und 200 Punkte Schild. Ja, jetzt kommt aber unsere Waffe ins Spiel und das ist die Partikelkanone, die wir ja gerade schon hier mit dem Emote so ein wenig gesehen haben. Richtig großes, schweres Ding und die hat zwei Feuermodi. So gibt es zum einen den Energiestrahl, das ist im Grunde genommen ein Strahl, der für ein einzelnes Ziel gedacht ist. Ihr seht das hier, kann den darauf richten, macht auch keinen größeren Schaden, wenn man auf den Kopf geht, also Headshots sind hiermit nicht möglich. Er hat eine Aufladung von knapp 100 Energiepunkten und ja, während ich die draufhalte, entleert sich quasi unser Magazin. Alternativ sieht es aber so aus, dass die Waffe auch einen zweiten Feuermodus besitzt und in diesem können wir explosive Ladungen verschießen. Ich demonstriere das mal ganz kurz. So, jede dieser Ladungen verbraucht knapp 25 Energiepunkte aus unserem Magazin und wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, wenn ich jetzt mal zwischen zwei Gegner ziele, sorgt es dafür, dass beide Schaden bekommen. Also ist ein Angriff, der tatsächlich primär auch gegen Gruppen gedacht ist. Jetzt sieht es aber so aus, dass unsere Waffe in ihrem regulären Zustand nicht besonders viel Schaden macht. Und da kommt die Besonderheit von Zarya ins Spiel, denn Zarya hat die Möglichkeit, mit der Shift-Taste eine Partikelbarriere um sich zu errichten, die wir hier sehen. Das ist ein Schild, der hat knapp 200 Leben, hält 2 Sekunden und jeglicher Schaden, den wir in der Zeit bekommen, wo der Schild oben ist, wird automatisch in unsere Waffe gesteckt und macht unsere Waffe stärker. Alternativ sieht so aus, dass wir mit der E-Taste diesen Schild, den wir bisher genutzt haben, also die Partikelbarriere, als projizierte Barriere auch auf befreundete Ziele lenken können, was wir hier gerade gesehen haben. Und jeglicher Schaden, den die erleiden, wird dann quasi auch in unsere Waffe gesteckt. Und das demonstriere ich euch jetzt mal ganz kurz in einem Spiel mit ein paar Freunden. Wie ich schon erwähnt habe, wandelt sich der erhaltene Schaden, während die Partikelbarriere aktiv ist, also in diesen 2 Sekunden, auf eure Waffe um. Ja, ich demonstriere das einfach mal, wie man sieht, die Waffe macht in ihrer Grundform kaum Schaden, beziehungsweise hat nur einen sehr dünnen Strahl. Dadurch demonstriert sich das ganz gut, dass die Waffe momentan schwach ist. Nun aktiviere ich meine Partikelbarriere und sofort wird der Schaden, den ich nehme, gefressen und in die Waffe umgewandelt. Das sehen wir jetzt sowohl unten am Energieball, der größer geworden ist, rechts, wie auch an der Zahl und quasi wie sich unser Fadenkreuz verändert hat. Nach und nach wird sich dieser zusätzliche Schaden jetzt jedoch abbauen, was wir an der Zahl unter dem Fadenkreuz sehen. Dabei gilt immer, je höher die Zahl, umso mehr Schaden. Wenn es wieder auf 0 ist, haben wir den Grundschaden wiederhergestellt. Alternativ funktioniert das Füttern aber nicht nur durch eure Partikelbarriere, sondern auch durch die projizierten Barrieren, die ihr für 2 Sekunden auf Verbündete legen könnt. Also nochmal ganz simpel, lasst eure Waffe mit den Barrieren füttern und teilt danach kräftig aus. So, wir sind zurück auf dem Trainingsparcours und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Graviton-Bombe zu zeigen. Das ist der Ulti von Zarya und der sorgt dafür, dass eine Graviton-Bombe abgefeuert wird. Ich demonstriere das einfach mal, indem ich das dahin feuere, die alle Gegner anzieht, den minimalen Schaden macht. Die Werte sollten eingeblendet sein und in der Zeit kann man natürlich schön seine Graviton-Bombe mit anderen Finishern oder mit zum Beispiel den eigenen Waffen kombinieren und relativ viele Gegner gleichzeitig ausschalten. Wie das in einem Match aussieht, schauen wir uns einfach mal jetzt an. Wie bei den meisten Guides habe ich dieses Match natürlich schon im Vorfeld aufgenommen, damit ich mit euch jetzt ein wenig in Ruhe über Zarya, Tipps und Tricks und natürlich auch ihre Spielweise sprechen kann. Ja, das erste, was ihr eigentlich als neuer Zarya-Spieler lernen müsst, ist der richtige Einsatz eurer Barrieren. Quasi, wann nehmt ihr eure Barriere hoch und wann gebt ihr Verbündeten eine Barriere, um natürlich den Schaden eurer Waffe zu steigern. Dabei müsst ihr tatsächlich so ein bisschen lernen, umzudenken und vielleicht sogar entgegen der Art zu spielen, wie ihr normalerweise spielen würdet.
Ich weiß, das klingt im ersten Mal ein bisschen merkwürdig und ich erkläre euch das. Also, jeder Held in Overwatch hat ja seine Rolle. Das heißt, ein Reinhardt ist ein toller Pusher auf Payload-Maps, eine Tracer sorgt in der Regel für Verwirrung. Als Zarya auf der anderen Seite seid ihr aber Offensiv-Tank. Das heißt, ihr sollt aufräumen und somit ist es eure Hauptaufgabe, nach Möglichkeit den maximalen Schaden zur Verfügung zu haben, um eure Waffe möglichst effektiv einzusetzen. Folglich ist das Erlernen der Barrieren eigentlich immens wichtig und für euch unabdingbar, um Zarya erfolgreich zu spielen. Somit kommen wir nochmal so ein bisschen zurück auf das, was ich eingangs erwähnt habe, dass ihr entgegen eurer Spielart spielen sollt. Und das versuche ich euch ein bisschen zu erklären. Also, denn normalerweise sieht es ja so aus, wenn ihr einen Treffer bekommt, geht ihr nicht unbedingt weiter auf den Schaden zu. Nach normalen Treffern lauft ihr eher davon, ihr sucht euch Hilfe, ihr sucht euch Heilung, ihr sucht euch Deckung. Als Zarya solltet ihr aber tatsächlich diesen Schaden suchen und Gegner dadurch ein wenig hervorlocken. Ich weiß, das klingt im ersten Moment sehr merkwürdig, aber glaubt mir, es macht Sinn, wenn wir mit diesem Guide durch sind. Denn niemand wird euch angreifen, wenn ihr mit erhobener Barriere in Feuergefecht geht. Das ist ähnlich wie mit einem Genji, der zum Beispiel sein Reflektieren einsetzt. Da weiß mittlerweile jeder, oh, wenn es pling, pling, pling macht, hören wir auf zu schießen. Mit Zarya und den Barrieren ist es tatsächlich genauso. Denkt somit dran, ihr seid Tank und habt 400 Lebenspunkte zur Verfügung. Rennt somit ruhig Gegnern einfach mal ein bisschen ohne Barriere entgegen. Viele werden sich denken, oh, warte mal, die Zarya hat gerade keine Bubble drauf. Das heißt, wahrscheinlich ist die Barriere auf Cooldown. Die Gegner werden anfangen, das Feuer auf euch zu öffnen und dann ist der Moment, wo ihr eure Barriere hochnehmen solltet und ja, im Idealfall dadurch relativ schnell eure Waffe geladen bekommt und Gegner so ein wenig überrumpelt. Ja, bei Verbündeten wird das Ganze dann tatsächlich ein bisschen mehr tricky mit der Barriere. Hier empfehle ich tatsächlich, die Barriere so ein bisschen nach Bauchgefühl zu verteilen. Also, es ist wirklich, da gibt es weniger ein Patentrezept. Während man bei der eigenen Barriere immer sagt, ja, mit der Locktechnik vorgehen, sieht es bei Verbündeten einfach so aus. Eine Barriere kann hilfreich sein, um sie zu schützen, gleichzeitig aber auch, um Leuten, die gerade sehr, sehr viel Schaden zu bekommen, das auszunutzen und ja, die eigene Waffe ein wenig zu pushen. Und eine geladene Waffe durch Barrieren ist nun einfach das Wichtigste, was, wenn wir über Zarya sprechen. Also egal, ob es um normale Gegner geht und Schaden oder auch den Ulti, denn ja, gerade mit Charakteren, die in ihrem Ult vielleicht Flächenschaden machen, ist Zarya eine fantastische Kombination. Das heißt, wir reden über eine Tracer mit ihrer Bombe, eine Pharah mit ihrem ja, Raketenhagel von oben. Das sind Möglichkeiten, wenn ihr das mit eurer Gravitationsbombe kombiniert, um ganze Teams auszuschalten. Also wir haben es gerade gesehen mit dieser Hanzo-Zarya-Kombination. Ich hau mein Ult drauf, streu quasi Granaten drauf, um möglichst viel Schaden zu machen, da meine Waffe ja sehr, sehr weit geladen war. Also ich glaube, ich habe eine 90% Ladung gerade. Und zur Sicherheit haut der Hanzo einfach noch seinen Drachen drauf, um alles, was noch lebt, kurz zu erledigen. Jetzt kommt der Punkt, wo das Ganze ein bisschen schwierig wird. Denn gerade wenn man Public spielt, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, Kommunikation mit anderen aufzubauen. Ja, das Spiel hat Kommunikationstools, aber zum Großteil sieht es so aus, dass die nicht besonders genutzt werden oder nicht so effektiv genutzt werden können, als wenn ihr euch mit Freunden per Sprachtool dann tatsächlich absprecht und sagt, hey, ich habe mein Ult, ich kann den jetzt nutzen. Und die anderen sagen, hey, ich habe auch ein Ult, lass uns warten noch eine Minute oder sowas, um sich da wirklich abzusprechen. Dahingehend ist das Public ein bisschen schwerer, mit Freunden dann eher weniger ein Problem. Und gerade dieses Absprechen sollte immer im Vordergrund stehen und es bringt manchmal sehr fantastische Kombinationen an den Tag. Aber als Zarya müsst ihr tatsächlich auch ein bisschen aufpassen. So sieht es zum Beispiel so aus, dass viele Leute aus eurem Ult rauskommen. Also ein Reinhardt kann rausrushen, eine Mai kann sich in Eisblock verwandeln, eine Tracer kann die Zeit zurücksetzen. Das ist nicht immer optimal und häufig ja, werden da sehr coole Kills deutlich dezimiert in ihrer Zahl, aber es ist eine Sache, die ihr immer bedenken müsst. Oder zum Beispiel Zenyatta kann, wenn ihr gerade euren Ulti zündet und er packt ein Ulti dagegen, dann ja, erledigt ihr vermutlich niemanden, was auch nicht so wirklich cool ist. So richtig große Feinde hat Zarya nämlich nicht. Also sicherlich eine Widowmaker ist ein Problem, weil ihr nicht schnell genug den Schild hochkriegt. Eine Tracer ist auch immer ein bisschen nervig, aber
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Saya so ein typischer hat, so ein typischer Charakter ist, der unbedingt große Konter oder sowas hat. Also meistens, das muss man leider sagen, stehen sich Saya-Spieler häufig selbst im Weg, weil sie einfach die Barrieren nicht wirklich beherrschen. Und ich gebe zu, gerade die Einarbeitung in die Sache mit den Barrieren ist schwierig, denn auf dem Trainingsparcours lässt es sich kaum üben, wie man die Barrieren im richtigen Moment einsetzt. Das heißt, man muss es public spielen und ja, nicht unbedingt jeder Spieler ist so zum Vergeben aufgelegt, wenn Saya einfach nicht die Leistung bringt. Also lasst euch da nicht entmutigen, geht so ein bisschen euren Weg und versucht einfach das, ja, den steinigen Weg zu gehen. Also es ist anfangs unglaublich schwer, diesen Impuls abzulegen, nach einem Treffer nicht sofort wegzulaufen, sondern einfach diese zusätzliche Sekunde abwarten, wo man früher sich vielleicht zurückgezogen hatte, den zusätzlichen Schritt nach vorne zu gehen und erst dann die Barriere hochzunehmen oder die Barriere zu früh hochzunehmen. Man muss viel entgegen der Sache spielen, wie man normalerweise spielt, aber es lohnt sich wirklich, denn Saya ist eine der stärksten Austeilerinnen im Spiel, gerade mit komplett geladener Waffe. Also ich habe schon komplette Teams ausgeschaltet, die wussten gar nicht, was ihm passiert ist und da waren sie schon tot.